Ja. Oh, was ist das? Sie ist vom Einkaufen zurück. Alter, ihre Möpse springen ja richtig. Ihr Bauch auch. Ja, das auch. Da seid ihr ja. Wo seid ihr bloß gewesen? Das hat länger als 30 Minuten gedauert. Wart ihr die ganze Zeit im Laden? Scherzkeks. Das. Ich kann nicht. Volk, hört mich an! Unsere Prinzessin ist zurückgekehrt nach all der Zeit. Aus dem Laden. Oh, das ist so doof. Das ist so schlecht. Danke an euch alle. Wahrlich, ihr habt unser Volk gerettet. Tut mir leid wegen der Verwechslung. Das, passiert öfters. Als ob sie sich alle zwischen 30 Minuten hier eingefangen haben, die anderen. Oh mein, ich gebe dir deine Bekleidung zurück. Auf die Typen sollte man eigentlich irgendwie einen Babysitter ansetzen. Oder einen Kopfgeldjäger. Und ich gebe dir diese goldene Spitzhacke für deine großartigen Taten. Oh, lass uns ab jetzt mit deinen Abenteuern in Frieden. Warte, das ist der Teil, wo ich einen Gegenstand erhalte. Du hast die goldene Spitzhacke erhalten. Damit kannst du jetzt ganz schnell Redstone abbauen. Hey, keine Schleichwerbung für andere Spiele. Das soll keine Schleichwerbung sein. Aber wofür braucht man die Spitzhacke? Ich wette für da hinten. Ah, goldene Spitzhacke. Was ist das? Eine goldene Spitzhacke von der Prinzessin? Kann ich sie bitte haben? Ich unglaubliche Handwerkskunst. Das schaffen wir im Handumdrehen. Können wir das schaffen? Jo, ja, wir schaffen es! Kinder, wir brauchen eure Hilfe. Dieser große Berg an Steinen ist im Weg. Kinder, wir brauchen eure Hilfe. Räumt sie weg! Wow, ohne diese Ruinen kann ich bis zum Horizont sehen. Okay, Leid hat die. Er hat die Zähne verpasst. Yes! Ziel erfolgreich! Ziel erfolgreich geschafft! Oder wie ging die Victory Fanfare? Nee, Moment. Ja, genau. Und sieh dir diese dicken grünen Vögel an. Ah, das sind keine Vögel. Monster, weg hier. Hey, lass mir meine Spitzhacke zurück. Brauche ich nicht. Oh, Stream schauen und Overwatch spielen killt das Internet. So, lieber Herr Pazifist, der keine pazifistischen Spiele spielt. Wie ist denn Overwatch so? Sollte man das wirklich spielen oder ist das keine gute Idee? Ich will das wirklich mal wissen, weil... Die im Spiel so, ah, Monster! Und dann so im Kommentar, süße Monster. Süße Monster, ja. Nee, aber was ich meinte. Boah, ist das was? Ich kann es nicht sehen, mitten im Meer. Hoppa. Ah, nein! Hilfe! So, weg mit dir. Oh, jetzt haben wir 12 Zuschauer. Juhu! Yippie! Auf jeden Fall, ich würde ja eigentlich wirklich mal Overwatch spielen wollen, aber das Problem ist, es kostet was. Wenn's free to play wäre, wäre cool. Ja. Wie jeder sagt, ja, bleib beim Stream. Ja, ich würde es aber wenigstens mal ausprobieren, nur um das mal gesagt zu haben. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder so. Exido Stream Exe. Stream.x Wenn man gutes Internet hat, ist es cool. Warum braucht man gutes Internet für ein Online-Spiel? Weil es ist ja... Ich sterbe da. Warum sterbe ich da? Ich komme da nicht weiter, oder wie? Genau. Nee, ich spiele kein Ark. Ich spiele kein Ark. Ark ist doof.
Ja, okay, das sind Dinosaurier und so, das ist cool, aber... Nee. Einfach nur, nee. Habe ich die Spitzhacke noch? Nein. Aber muss ich nicht irgendwann noch mal da runterkommen? Wann komme ich da runter? Muss eine Stampfattacke machen! Okay, ne. Ja, ich versuch's, es geht nicht. Ich kann eine Anti-Stampfattacke machen. Ja, das hilft definitiv. Alle Spiele, die Hammer sind, kosten was. Nicht alle. Oder? Doch, eigentlich. Auch nicht wirklich. Also ich finde eigentlich League of Legends ist ganz okay. Ja, aber und ganz das okay. Das kostet von, ja nichts. Wir reden ja nicht von ganz okay. Okay, dann halt ein MMORPG, das ist eigentlich ziemlich unbekannt, aber Loom Dragonblood. Das finde ich eigentlich ziemlich gut und hab's auch schon sehr lang. Spruch. Was? Da kam wieder der Spruch, du brauchst Wario. Das ist der Wario. Das ist der Wario. Mach den Wario. Ja, aber wie komme ich da dann rüber? Weiter. Oh, war ja. Und, ha! Aber trotzdem hilft mir das irgendwie gerade nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt wieder... Jetzt muss ich wieder irgendwo hin und rausfinden, was ich zu tun habe eigentlich. Weil hier runter komme ich noch nicht, weil ich habe nicht das Richtige um... Du bräuchtest die Spitzhacke, die du jetzt leider abgegeben hast. Bei der kleinen... Hab ich das? Oder beziehungsweise brauche ich die wirklich? Steht das irgendwo? Nee, keine Ahnung. Ich würde stark davon ausgehen, dass du eine Spitzhacke brauchst, weil sie kam ja im Spiel. Na, ja, ich lass das lieber. Aua! Ist was! Ist was? Ja, es ist was! Wenn... Wenn sonst nichts da ist. Fleischspieß. Aber kein Fleischlutscher. Ich brauch Fleischlutscher. Was krieg ich für Fleischlutscher? Was genau stört dich an Ark? Das ist wie, Minecraft. Moment, vielleicht sind die hier mit den Spitzhacken. Ja, weiß ich nicht. Es ist so... Ich bin jetzt nicht so der Fan von Spielen mit Dinosauriern, auch wenn es da merkwürdigerweise Waffen drin gibt, die es da nicht geben sollte. Wo sind die Spitzhackis? Die waren Spitze und Hacke. Da hat jemand einen bösen Kommentar zu Ark geschrieben. Das ist gemein. Wenn sich dadurch jemand belästigt fühlt, dann müssen wir wenigstens mal kurz drüber nachdenken, ob das in Ordnung war. Ja, keine Ahnung, aber Ark ist wirklich nicht so meins. Nee, meins eigentlich auch nicht. Ja, Fleischspieß ist so ein etwas merkwürdiges Vokabular, ja. Oder nee, Fleischlutscher, genau, das war's. Aber hier sind die auch nicht. Ich krieg keine Spitzhacke hier. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, da hast du eigentlich nichts mehr zu suchen, glaube ich. Ja. Aber was mache ich denn bloß? Speichern. Genau, Meinungsfreiheit. Zählt immer noch. Nee, außer natürlich, die Meinung ist sehr aufdringlich und sehr gemein formuliert und... Ja. Das ist gerade noch so an der Grenze gewesen. So, Nochmal speichern? Ja, weil ich will auf Nummer sicher gehen. Ich will auf Nummer sicher sichern. Sicher sichern. Sicher sicher? Sicher sicher. Sicher? Na sicher. Aber sicher okay. Doch. Sicher. Tralalalala, tralalalalala. Ich komme hier leider nicht mehr weiter, denn ich weiß nicht, wo es hingeht. Im Spiel Ace Attorney sagt Maya einmal etwas Unlogisches. Und was? Das will ich auch gerne wissen. Nick, ich liebe dich. Was? Ist unlogisch. Hey Nick, das sagt sie immer. Das ist unlogisch. Meinungsfreiheit ist okay, es sei denn, man widerspricht meiner Meinung.
Ich sag 1 plus 1 ist 3. Nein. Doch. Haben wir irgendwas noch anderes bekommen, was hilft? Vielleicht müssen wir wirklich wieder nach Scuttletown und jemanden dort ansprechen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Ach man. Eine Karte wäre echt nützlich. Oder ein paar Tipps. Das ist echt schwer, das Spiel. Weil man immer irgendwo rumlaufen muss, außer man findet vielleicht was. So, was sagen die denn? Meinungsfreiheit ist erlaubt, solange ich am Ende recht habe. Ach man. Außerdem, wir erkennen ja an Demokratie, dass es einfach so ist, wenn irgendeine Wahl schief läuft oder nicht so ist, wie man es möchte, dann macht man einfach eine neue. Ey, ja. Letztens war ich hier in Berlin mal am Tempelhofer Feld. Das ist so ein riesengroßes Flugrollfeld. Keine Ahnung. Okay. Ist völlig ungenutzt am Flughafen Tempelhof. Mhm. Und ich weiß nicht, normalerweise kann man da ja skaten und sowas oder mit irgendwelchen Freizeitaktivitäten sich beschäftigen, grillen, was auch immer. Und da muss es irgendeinen Volksentscheid gegeben haben. Und dann, da stand da einer davor, ja, wir wollen den Volksentscheid retten. Und ich denke mir so, wenn es einen Volksentscheid gab und der nicht so ausgegangen ist, wie er das wollte, dann wird das schon seinen Grund gehabt haben. Oh Mann. Mein erster Video auf YouTube, den ich geschaut habe. War ich auch dein erster YouTuber auf anderen Seiten, den du geschaut hast? Oha! Oder hast du auf anderen Seiten schon YouTuber geschaut? Der erste YouTuber auf YouTube, den ich geschaut habe. Naja, es kann ja auch sein, dass woanders andere YouTuber geschaut wurden. Und ich renne hier bestimmt wieder falsch, weil irgendwas... Keine Ahnung, ich habe so das Gefühl. Hui! Was war denn nochmal mit diesem Schwert-Heini? Achso, der hat sein Schwert verloren, aber wo? Wo hat er denn sein Schwert verloren? Frag doch einfach nochmal. Oh ja, ich freue mich auch schon drauf, wenn meine Maya das erste Mal hey nix sagen darf. So. Gut gesichert in einer Wüste. Okay, also müssen wir mal das Schwert finden. Also müssen wir mal sehen, ob wir das finden. Ja. Vier Jahre, Mann, das ist ja, da war ich ja schon lange im Business, wenn man so will. Ja. Ja. Also als jemand angefangen hat, nicht zu... Ja. Die sind... Oh, das ist schlimm, wenn man 6 Jahre dabei ist und die meisten, die gucken mich erst seit, weiß ich nicht, nachdem schon die ganzen guten Sachen da waren. Oh, Moment. Es sind immer noch gute Sachen da, oder? Ja, bitte sag ja. Bitte sag ja. Stell mein Selbstvertrauen wieder her. Ja, ist es immer. Und ganz ehrlich, ich versuche eigentlich immer irgendwas zu machen, was noch eine Stufe drauf ist. Irgendwann wird das nicht mehr gehen, aber bisher bin ich damit gut hingekommen. Also die laten Sachen sind eigentlich meiner Meinung nach immer lustiger geworden. Ich weiß nicht, wie oder nicht. Also es sind immer neue Ideen dazu gekommen, sagen wir es mal so. Mhm, mh. Manchmal sogar aufwendigere. Gibt's mal irgendwie ein Fan-Treffen in Berlin oder so? Ich meine, ganz theoretisch wäre es nicht unmöglich. Ich sage mal, da würde ich mir aber dann irgendein Event aussuchen, was sinnvoll wäre. Außerdem, ehrlich gesagt, ein Fan-Treffen mit mir, da kommen nicht viele Leute. Erstens mal, weil so viele Leute kennen mich ja nun doch nicht. Und zweitens, es ist in Berlin. Also das heißt, ja, da kommt nicht jeder hin, denke ich. Aber ich meine ganz ehrlich, also wenn irgendjemand zufällig mal in Berlin ist, einfach mal Bescheid sagen. Vielleicht habe ich so mal Zeit, um, was weiß ich, ein Eis essen zu gehen. Bin da nicht so. Ich bin nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ich bin so viel besser als ihr, dass ich
nicht einfach mal Lust hätte, irgendwie mich mit jemandem zusammenzusetzen, vor allem jemanden, der mich schon seit Jahren vielleicht mehr oder weniger kennt, wie ich hier bin. Und naja, okay, ich bin ja auch in echt ähnlich, sagen wir es mal so. Also privat bin ich eigentlich nicht groß anders. Ja, aber ich meine, so, damit ich mal weiß, wer mich da so alles so manchmal ein bisschen zu gut kennt. Carmen, ich will nur sagen, nicht nur in Deutschland. Was ist in Deutschland? Ja, er sagt, ja, die Zuschauer sind ja quer über Deutschland verteilt, aber nicht nur in Deutschland. Richtig, manche kommen zum Beispiel auch aus so Ländern wie, was weiß ich, Luxemburg. Zum Beispiel. Zum Beispiel, also, ja, oder gibt's da noch? Oh, hier Schweiz, kommen wir auch nicht Österreich. Lang, oder? Ja, genau.